In den nächsten Monaten erreicht die von den Nazis geplante Endlösung der Judenfrage neue, ungeahnte Dimensionen. Wenn man es einmal begonnen hat, dann muss man es radikal zu Ende führen, damit es keine Rache durch die Überlebenden geben kann. Mit erschreckender Effizienz wird die Logistik aufgebaut, um das Morden industriell zu betreiben. Eine Schiffsreise auf der Donau, 1938. Führende Nazis feiern den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Mit dabei Odilo Globocnik, ein 34-jähriger SS-Standartenführer. Das ist der Mensch, der gesagt hat, 2 Millionen haben wir erledigt, in der sogenannten Aktion Reinhard. Dieser Mensch war einer der wichtigsten Vollstrecker der Endlösung. Globocnik macht Karriere und wird nach dem Überfall auf Polen SS- und Polizeiführer im Distrikt Lublin. Es gilt als Sadist, selbst innerhalb der SS, jemand, der bereits in Polen besondere Grausamkeit zeigt. Globocnik ist Experte für Tötungsarten. Eine davon, die nichtsahnenden Opfer werden im geschlossenen Raum mit Kohlenmonoxid aus Autoabgasen umgebracht. SS-Chef Himmler ermutigt regelmäßig seine Männer und sichert ihnen Unterstützung zu. Ende 1941 erteilt SS-Chef Heinrich Himmler Globocnik einen besonderen Auftrag. Die Ermordung eines Großteils der polnischen Juden, die noch in Ghettos zusammengepfercht sind. Das war ein Gebiet, wo es die größte Zahl jüdischer Gemeinden gab. Vor dem Krieg waren das in Polen fast 3,5 Millionen, viele davon im Osten des Landes. Das größte Ghetto außerhalb des Generalgouvernements befindet sich in Lodz, das die Deutschen annektiert und in Litzmannstadt umbenannt haben. 160.000 Juden leben hier unter grausamen Bedingungen. Sie waren völlig von der Welt abgeschnitten. Die Brutalität, die Gewalt, der Hunger und die Krankheiten in den schrumpfenden Ghettos wurden immer schlimmer.